Wir stehen hier eine Woche vor der Premiere von Domenico Cimarosas Oper Le Trame de Luse, eine Opera buffa, die 1786 in Neapel zum ersten Mal aufgeführt wurde und dann einige Folgevorstellungen erlebt hat, aber im Grunde zwei Jahrhunderte lang nicht mehr gespielt wurde. Wir haben diese Oper neu herausgegeben, es wurde neu editiert, wir haben sie ganz frisch einstudiert mit unseren Studierenden hier im Haus, mit dem Orchester. Und es ist natürlich so, dass diese Musik nicht bekannt ist, sowohl für die Sänger wie auch für das Orchester und das Publikum. Aber gerade darin liegt der Reiz, dass wir etwas Neues kreieren, etwas Neues gefunden haben, dem wir jetzt neues Leben schenken. Die Partitur von Cimarosa bietet so viele Farben, so viele delikate Momente, so viele Möglichkeiten im Piano, dass man eine wirkliche Freude daran hat, sie zu entdecken. Es ist zwar in einem kleinen Orchester instrumentiert mit Oboen, Hörnern, Fagott und einer solistischen Flöte, und trotzdem ist das ganze Spektrum dieser Farbpalette, die wir an dieser klassischen Musik so lieben, vorhanden. Die Sänger haben alle Möglichkeiten zu brillieren, sie haben große Koloraturszenen, sie haben lyrische und innige Momente, und es gibt im Grunde für jeden Darsteller auf der Bühne alle Möglichkeiten, sich als Künstler und Künstlerin zu präsentieren, genauso wie im Orchester.